Herzlichst willkommen in der Sternwarte, wo mir Sayan den Auftrag gegeben hat, noch weitere Bücher zu lesen. Das sind eigentlich Xardas Beschwörungsbücher und schwarze Magiebücher. Und ich habe auch im Inventar jetzt endlich die dampfende Kräutersuppe gefunden, die mir einen Stärkebonus von 1 macht. Macht stark. Gucken wir doch gleich mal. Stärke 70. Oh, schön. Stärke 70. Jetzt haben wir endlich mal wieder einen runden Wert. Und nicht zu vergessen, die Bücher zu lesen. Oder die zwei, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Da war nämlich eins, nicht das Testament. Da war nämlich noch irgendwas mit Lehrbuch der Magie. Richtig, magisches Wissen. Verstehe. Oh. Und ich spiele die neueste Version von Odyssey im Auftrag des Königs in der 2.6.2 Version. Beschwören wir das. Das kann ich nicht lesen. Ja, ist gut. 10. Wo ist... Oh! Skelettmagier. Ach, der war ja gar nichts. Da ist nichts zu holen. Ach, mein Gott. Was, noch nicht mal irgendwie ein... Nicht zu plündern. Oh, geht ja gleich wieder volle Kalotte los hier. Oh, meine Fresse im Himmel. Habe ich das gelesen? Das werde ich wohl gelesen haben. Mal sicherheitshalber mal gucken. Ich weiß das nicht mehr. Ja. Oh, da können wir mal gucken, wie viel Magiewissen wir haben. 113. Mhm. Gut. Auch das haben wir. Jetzt muss ich mich mal wieder reorientieren. Das war doch eigentlich das hier mit dem Fischkopf über der Tür, ne? Ja, hier mit dem Schwertfisch. Hier war die Küche. Küche? War hier die Küche? Nee, auch nicht. Aber hier waren wir schon. Jetzt weiter orientieren. Ich glaube, ich muss jetzt wieder hoch. Hier waren wir mit dem Dämon. Hier unten ist noch was. Guten Tag, wer bist du denn hier? Gibt's hier nichts? Hier gibt's nichts. Aber hier ist eine Tür. Eine Tür, die leuchtet so lustig. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, Roland, das hast du gut festgestellt. Welchen Schlüssel muss ich denn dafür haben? Okay, was hängt da? Hier waren wir, hier haben wir die Bücher eben gefunden. Also in der letzten Folge. Ja, da muss ich wohl wieder hoch. Oh, da liegt ja der eine Dämon. Gucken wir mal, was es hier gibt. Gibt es noch eine Seitentür und noch ein seitlicher Aufgang. Mal gucken, wenn wir hier erstmal rumgehen, was dann happens, was passiert. Oh, man kann sogar hier reingucken. Truhe, okay, da gibt es eine Truhe drin. Und noch weitere Regale, das sieht gut aus. Dann schauen wir mal. Ach, hier am Ende ist noch eine Truhe, die einen mittleren Wundenspruch hat. Jo, sich der Weg gelohnt hat, das wissen wir jetzt nicht, ne? Hauptsache, ich schramme hier nicht an der Mauer. Sonst müsste ich den Spruch gleich verwenden. Nee, Spaß. Okay, wir kommen hier ganz easy rein. Großer Feuerball. Gucken uns erstmal schön um und nehmen mal hier diese schönen Papierrollensprüche. Und sind das alles Truhen? Nee, das sind Sockel. Sockel. Gucken wir mal hier. Hier ist nicht. Hier ist... Wieso ist hier nicht? Es verleitet doch irgendwie ein Buch hier zu finden. Wieso gibt es denn hier keine Bücher? Und du? Hier ist ein... Ist hier ein Buch? Nein, ist auch nicht. Aber hier hat es eine Truhe, die ich knacken muss. Na, super geil. Erstmal speichern. Na, dann schauen wir mal. Okay, die Kombi ist es nicht. Ach, Mann. Okay. Scheiße. Ah, shit, Mensch. Oh, ist das eine lange Kombi, jetzt weiß ich. Ach, ein Glück. Oh, was haben wir denn hier? Xardas alte Feuerrobe. Amulett der großen Erleuchtung. Dieses Amulett gehörte Xardas. Ach, du liebes bisschen Lebensenergie-Modus, Mana. Boah, alter Schwede. Und Truhenschlüssel, Teleskopturm. Also gibt es doch ein Teleskop da drin und ein Lederbeutelchen. Alter! Wie irre ist das denn? Xardas seine Robe und Amulett. Abspeichern erstmal, Aldo.
Da muss ich doch gleich mal gucken, was die Robe eigentlich bringt. Wo sind meine Sachen? Robespierre, hier ist er. Xardas alte Feuerrobe. Schutz vor Waffen, Pfeilen, Feuermagier. 90 auf Wert 5000. 171 maximale Mana-Punkte, zu wenig, um diese anzulegen. Alles klar. Leichte Drachenjägerrüstung. Ach, die sollte ich mal wieder anziehen. Okay, was? Wirklich? Scheiße. So, und was ist hier mit dem Amulett? Amulett der großen Erleuchtung. Okay, da muss ich erstmal eins ablegen und versuchen, das mal anzuleden. Das geht. Dieses Amulett gehörte Xardas, Lebensenergie und Mana-Bonus. Mhm. Was habe ich denn da eingetauscht? Amulett der Kraft. Aha, bin ich mal gespannt. Ah, nur noch 60. Ah. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich brauche Kraft. Ach, die lassen wir erstmal, glaube ich. Die lassen wir erstmal außen vor, würde ich sagen. Also, ich will Kraft haben und will erstmal dabei bleiben. Aber gut, dass wir die mal gefunden haben, die Sachen. Ja, das war das. Jetzt wieder raus. Und hier sind wir ja gekommen. Und hier geht es links hoch. Dann hieß es ja irgendwie Tür zur... Tür zum... Schlüssel zum... Bin hier völlig konzentriert, ich weiß nicht. Oh, speichern. Völlig und dann auch noch mitten in der Nacht. Okay, hier geht es noch weiter hoch. Also kommen wir ja schon ganz oben hoch. Okay, gucken, was haben wir hier außen. Machen wir erstmal einen Turmrundgang hier. Und genießen die schöne nächtliche Aussicht. Und den, naja, Sonnenuntergang, Aufgang, Aufgang wird das sein. Ach, hier ist die Brücke. Okay. Okay, das war nur ein blöder Rundgang. Hier gibt es auch wieder eine Truhe. Aber eine kleine. Oh. Beschwörungszauber XV, also, was ist das? 15, okay. Gut. Oh Mann. Gibt es hier sonst noch was? Türschlüssel, Kellersternwarte. Oh, war ja, da gab es ja noch was. Untote Vernichtungen. Untote vernichten. Türschlüssel, Kellersternwarte. Mhm. Dann also folgendes nochmal speichern hier. Bevor ich den Dämon beschwöre. Schwarze Magie. Wo war denn das jetzt? Ja, Piraten. Ah, ich muss mir das immer merken. Das ist schade, dass sie nicht nach, nach Farben sortiert, nach Themen sortiert sind. Beschwörungszauber war das jetzt. Nee, welcher war denn das jetzt? Das war ein anderer. Das müsste. XV, genau richtig. Und gucken. Das kann ich nicht lesen. Ja, weiß. Oh! Ich kann einfach nur draufhalten und hoffen. Und da kommt der Dämonium. Oh nee, Schepper Pepper. Ja, die Fackel ist natürlich verloren gegangen. Ich weiß, aber trotzdem will ich erstmal, bevor ich den Spruch spreche, mal hier gucken, was es hier gibt. Untote vernichten. Was, nur ein Spruch? Jetzt nochmal hoch. Hey, hey, hey. Oh, was ist denn hier los? S. O. N. Schlüsselsternwarte, okay. Untote. Oh, nochmal Untote vernichten. Ja, klasse. Weiß ich. Ach, Norden, Süden, Westen, Osten. Alles klar. Untote vernichten, das ist gut. Und hier... Das passt ja. Ja, das war schön. Wir haben mal hier durchgeguckt. Auch ganz automatisch. Das müsste ich dann... Im Original war es so, dass es links oben verkleinert und ein bisschen gestaucht war. Ich werde es
dann im Schnitt natürlich auf Größe bringen, damit man das besser sehen kann. Ja, jetzt war es ja so, dass ich Untote vernichten am besten positionieren sollte. Wo haben wir denn die Untoten? Das ist hier, ne? Yep. Okay, dann gehen wir mal hier auf die 0. Und dann sicherheitshalber speichern. Dann das Sprüchlein aufsagen. Das kann ich nicht lesen. Jetzt auf alle Fälle ganz schnell hier. Hallo? Och Mann! Kann mir nur hier die Flucht nach oben gelingen, eventuell. Das Ganze irgendwie nach und nach zu bekämpfen. Ja, ich weiß, die Titelmelodie spielt sich wieder. Da bist du. Wunderbar. Oh! Das soll mich doch hier nicht aufhalten, irgendwelche Skelette auszubeinen. Okay, den könnte ich schaffen. Oder auch nicht. Mann, mach das Skelett kaputt. Das ist doch kein Oberskelett hier. Ich muss mich dabei, herrlich. Okay, das war gut. Aber jetzt noch eins. Das ist aber nicht zu fassen. Okay, auch gut. Wie viele Skelette waren es denn? Okay, erstmal Ruhe hier und speichern. Dann ganz schnell was mampfen. Oder auch trinken. Damit wir gegen den Dämon ankommen. Falls der da noch ist oder sein sollte. Da ist noch da. Schnaubt wie so ein Pferd hier. Ja, Mann, da ist noch ein Skelett am Nerven. Okay, Skelett, los. Ah, los. Ups. Oh, gute Abwehrmöglichkeit, aber doch noch geschafft. Gut, Skelett, also Böhnchen und den Dämon hier, seine Sachen nehmen hier, Herz eines Dämonen. Was ist das für ein goldener Ring? Oh, Leute. Bei der Geschichte werde ich auch mal gleich wieder eine Fackel anzünden. Und noch mich noch mal nach dem Kontext richten, weil ich ja noch einiges gefunden habe. Ach ja, und zwar gucken wir uns doch mal an die Sternwarte. Ich habe durch das Teleskop gesehen, außer einem wunderschönen Sternhimmel ist nicht viel zu erkennen. Ein Fachmann könnte mir sicher mehr sagen. Ja, da waren zum Beispiel ein paar Flugzeuge da. Nein, es waren Sternschnuppen. So schnell fliegen die Flugzeuge nicht. Sehen, okay, alles klar. Dann gucken wir weiter. Xardas Beschwörungsbücher durch einen der Skelettmagier und... Ach, das war Armee der Finsternis. Na, das war aber eine kleine Armee. Armee der Finsternis. Ja, jetzt muss ich mich natürlich wieder reorientieren. Hier haben wir ja alles schon. Hier ist nur noch ein Skelett. Hier haben wir auch alles durch. Da geht es oben durch das Teleskop. Oder zum Teleskop, besser gesagt. Ja. Und wo geht's weiter? Hier. Ja. So. Dann gehen wir wieder weiter runter. Wir müssen... Moment mal, Schlüssel zum Teleskopturm habe ich doch bekommen. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch interpretiert? Pforte des Klosters. Ich mache mal eben einen Stopp und gucke mal. Truhenschlüssel zum Teleskopturm war es. Ja, dann haben wir das ja erledigt. Schlüssel Sternwarte, okay. Und dann Truhenschlüssel Keller Sternwarte. Dann gehen wir doch da mal hin. Oder habe ich was vergessen? Ella Sternwarte? Das verleitet doch irgendwie hier zum Herumsuchen. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Nee. Oder? Gucken hier in der Kante. Ja, sein. Nee, da ist nichts. Schön modelliert. Okay, ein bisschen hochgeklettert, das Ganze. Wir kommen sogar bis zur Spitze.
Und dem Morgen graut es schon. Und mir auch, weil ich noch nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Ja, okay. Dann bin ich jetzt hier. Ach so, das ist das. Und weiter geht's. Ho, 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 was ist bloß los? Also die Tür sind wir ja drin, ne? Da waren wir halt herinnen, richtig? Nur zur Reorientierung mal. Dann kommen wir hier hin. Und hier werden wir auch schon gewesen sein. Hier natürlich. Logisch, das war ja das. Und Richtung Keller. Jetzt auf dem richtigen Wege bin hier. Stimmt nicht. Nö. Ah, ja. Geht's auch nicht runter. Nee, 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 nee. Ach, kann mir mal einer erzählen, wie ich zum Keller komme? Ich bin doch hier runtergegangen. Oder gleich hier irgendwie durch. Moment. Hier war ja ein. Nee. Hier geht nichts auf. Irrungen und Wirrungen. Darf ich hier wieder hoch oder was? Oder wie? Oder wieder was? Dann hier weiter. Nee, hier geht's ja nicht weit. Doch, geht es. Es geht wieder hoch. Tolle Nummer. Ich habe keinen Bauplan hier von dem Teil. Dann muss ich mal eben überspringen, um zu gucken, wie ich in den Keller komme. Sorry. Ah ja, hier geht's doch bestimmt zu Sean hin. Ach, der schläft gerade. Okay. Sean, wach mal auf. Ich habe noch ein paar Bücher hier gefunden. Verdammt, was ist los? Ja. Irre mich, nein. Das war noch nicht genug, aber auf jeden Fall bin ich an einer Stelle, wo ich runterkomme. Das ist schon Beispiel ganz kräftig genug. Ja. Hier ist tote Gasse. Dann, ich melde mich wieder. So, da wäre es. Ich habe noch mal im Off meine Lederbeutel da geleert. Deswegen bleibt da links die ganze Zeit die 100 Gold erhalten. Warum er das jetzt plötzlich so macht, keine Ahnung. So, hier geht's zum Keller runter. Kein Wunder, dass man das nicht findet, weil so versteckt ist. Ja, die Architekturen von diesem, von dieser Sternwarte, auch wieder mal ein Kompliment. Und jetzt gucken wir mal. Buchkommode. Waren wir da schon? Nee. Verstehe. Perfekt, dann geht es hier nochmal lang. Gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist ein kaputtes Regal. So, dann geht es weiter runter. Ich schätze mal, da kommen wir auch wieder auf irgendwelche Bücher. Tief runter, meine Fresse im Himmel. Das ist nicht Keller, das ist. Nein! Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh, Hammer, Hammer, Hammerhart. Jetzt sind wir mitten auf dem nackten Felsen. Kommen wir denn noch weiter rum? Das wäre natürlich der irre Hammerhart. Aha. Hier gibt es noch ein. Also, das ist mir jetzt. Das ist ja irre, speichern. Ja, aber das 100 Gold bleibt immer noch da. Ist das jetzt wirklich ein Geheimnis oder was oder wie? Aha. Zu gruselig jetzt. Oh, war ja, das ist ja ein Riesenkeller, meine Herren. Okay. Also, Hammer. Ich speichere an der Stelle nochmal ab und sehe zu, dass ich die 100 Gold da entferne. Oh, das Spiel ist jetzt neu gestartet und links sind auch ist diese Meldung auch weg. Ja, jetzt gehen wir weiter runter in den Keller. Das sind ja schöne Sachen. Ups. Was ist denn das für ein Getier? Gab es damals schon Return to Castle Wolfenstein im Mittelalter? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mich das sofort dran erinnert. Ah, eine Buchkommode. Kommode!
Das ist ja ganz kommod. Verstehe. Schön. Haben wir wieder unheimlich viel Magiewissen gekriegt. Sag mal, geht's noch weiter runter? Geht's denn noch bescheidener? Ach so. Nicht bescheidener, das meine ich ja nicht. Geht's noch komplizierter, wollte ich sagen. Ich bin gespannt, was ist hier? Hä? Jetzt bin ich ja völlig im... Ja, ich weiß, ich war mal hier. Och, nö, ne? Und was jetzt? Jetzt sind wir hier unten... Stopp mal. Ist das hier dieses Waldstückchen? Wo wir zuerst bei den Ogern trafen? Ja. Ach, du lebst. Jetzt bin ich ja ganz weit weg. Aha. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also, das ist ja Hammer. Das ist echt Hammer. Das ist voll die Korkenzieher-Map. Ich guck mal eben nach den Spitzhacken, liebe Leute. Denn das, die gilt es ja auch noch irgendwie. Wo sind sie denn jetzt? Ich bin blind. Die gilt es ja... Ach, da, direkt daneben. Die gilt es ja auch noch abzugeben. Ja, okay, speichern. Wobei ich mich frage hier, ob Dandolo oben noch immer noch an der... An dem, sag schon, da an dem, an der Sternwarte steht, stehen sollte. Aber ich habe von Black Pirate während meines Spielverlaufs mal Antwort bekommen und hat gesagt, dass er sowieso hingehen wird. Und das wird jetzt lustig, weil ich jetzt nicht mehr weiß, spontan nicht mehr weiß, wo ich ihn hingeschickt habe. Das wird sowieso lustig, weil, Black hat mir gesagt, so von wegen, ja, da der Weg zu weit ist, wird er erst nach einer Nacht schlafen, sich dorthin bewegen und geht noch nicht sofort los. So hat er mir das geschrieben. Das werden wir bestimmt auch sehen, nur weiß ich nicht, müsste ich im Schnitt oder nochmal gucken, wo das ist. Aber wo sind denn jetzt diese... Ah, die Karte bringt mir ja nichts. Achso, Sternwarte Steinkreis. Ogre Steinkreis. Wo ist denn jetzt das Buddlerlager? Leute, ich suche mal danach und dann schalte ich mich wieder ein. Ja, auf meinen Wegen bin ich dann doch wieder hier gelandet. Zu gucken, ob der Dandolo tatsächlich weg ist. Das ist er auch. Ja, das nur so als Nebenbei-Info, was ich eben schon erwähnte. So, jetzt gehen wir mal zu den Buddlern hin. Auch da werde ich mich dann einschalten. Jo, hier müssen wir sein. Da sind sie auch schon, die Buddler. Lager. Städte. Dann gucken wir mal weiter. Wer braucht denn das? Balto braucht es nicht. Hier, wo ist denn derjenige, der hier saß? Shorty war es nicht. Das muss Slim gewesen sein. Da ist der Slimme Slim. Hier, eure Spitzhacken. Hey, tatsächlich? Wo hast du die denn aufgetrieben? Sag bloß von den Ogern. Sehe ich etwa wie ein Trottel aus? Nein, wieso? Du sagtest doch, dass ich nur ein Trottel mit einem Ogre anlegen würde. Ewig so weitergehen. Ja, das sagte ich. Na, schön. Dann frag jetzt nicht so blöd. Sag mir lieber, ob ihr jetzt mitkommt. Natürlich, wir sind bereit. Von uns aus kann es gleich losgehen. Ja, dann müssen wir erstmal warten. Also, so schnell gehen die, schießen die Preußen nicht. Dann gucken wir mal, wenn es heißt gut. Punkt. Dann muss ich mir nur noch überlegen, wie ich euch sicher zum Leuchtturm und dann auf unser Schiff bringe. Und du glaubst wirklich, dass wir jetzt mit dir mitten durch die Orks marschieren? Hast du vielleicht eine bessere Idee? Ja, habe ich. Es gibt hier nämlich einen geheimen Gang, der zu einem abgelegenen Fischerdorf führt. Wenn du den Fischern ein paar Goldstücke zahlst, werden sie uns sicher zu deinem Schiff bringen. Von einem Fischerdorf an der Küste wusste ich bisher noch gar nichts. Das Fischerdorf liegt an der Grenze zur Nordküste, die berüchtigt für ihre Klippen ist und daher von den Schiffen gemieden wird. Aber für so ein Fischerboot ist es kein Problem, durch die Klippen zu kommen. Also geh am besten schon mal vor und verhandle mit den Fischern. Na gut, und wo ist dieser geheime Gang? Hier ganz in der Nähe. Ich bringe dich hin, aber ich warne dich. Der Weg führt durch eine Lavahöhle, in der es gefährliche Monster gibt. Ach, du verstehe. Deshalb also soll ich schon mal vorgehen. Von mir aus kannst du es auch lassen. Aber dann kannst du ohne uns nach Tamora segeln. Na toll. Erst das Problem mit den Spitzhacken,
und jetzt eine monsterverseuchte Lavahöhle. Aber na schön, führe mich. Komm mit. Oh weia. Das ist doch alles nur geredet. Ja, jetzt folgen wir mal dem Slim. Und glaub ja nicht, dass mal, bist du besoffen oder was? Nee, okay. Wer erzählt denn sowas? Jetzt bin ich ein bisschen baff, jetzt wird's ja noch vertrudelter. So, hier ist die Höhle. Ach so. Und wo ist das Fischerdorf? Das kannst du nicht verfehlen. Wenn du die Höhle verlassen hast, kannst du das bereits sehen. Gut, eins noch. Woher kennst du eigentlich diesen geheimen Gang? Wir haben da mal früher mit den Fischern dort Handel getrieben. Aber was ist jetzt? Machst du dich jetzt auf den Weg? Ich habe keine Lust, hier Wurzeln zu schlagen. Ja, bin schon unterwegs. Bis später. Oh Gott. Muss das jetzt sein? Hier ist die Höhle, aha. Wahrscheinlich völlig verwachsen, ne? Ach, hier, aha. Wir können ja mal reingucken. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Erstmal speichern. Und was ganz vor allem wichtig ist, was habe ich denn hier eigentlich für Teleport-Ogersteinkreis? Den habe ich noch. Den zum Kloster, den zum Großbauern. Zur Sternwarte habe ich, also komme ich da schon mal gut hin. Taverne, ja gut, okay, Xardas Turm. Mhm. Ja, wollen wir einen Blick riskieren, liebe Leute? Also das ist ja echt... Oh, weia, das ist echt... Vor allem Dandolo ist nicht bei mir. Ich möchte mal wissen, was das für Monster sind. Nein, das sind die Feuerwarane, die ich die ganze Zeit gesehen habe. Oh, nee, schaffe ich nicht. Da ist also der Eingang, den ich verzweifelt gesucht habe. Hoffentlich verfolgt er mich nicht. Saufen. Rauchen. Essen. Gluck, gluck, weg, Ware. Oh, weia, speichern. Also, so ist das. Dann komme ich ja doch noch auf meine Varanenzungen. Wenn jetzt der Varan noch da liegen sollte, damit ich ihn looten kann. Oh Mann. Ja, der ist noch da. Okay. So, wie viele Zungen dürfte ich denn jetzt haben? Ich glaube, jetzt dürfte ich 9 haben. Für die andere Quest. Mit den Spruchrollen für Pyrokar. Ja, da ist er. Hier. Also, Moment. Dort. Flammenzunge. Wunderbar. So, und weiter geht's. Oh Gott, da unten gibt's ja... Nee, das sind doch nicht die. Ach, du liebes Bisschen. Noch ein Varanix. Okay. Müssen wir mal ein bisschen hier die dumme KI ausnutzen. Hallo. Okay. Jetzt noch schwarze Warnmanne. So, ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich dann erstmal hier in dieser Höhle nicht weitergehe, weil ich ja schließlich die 10 Flammenzungen jetzt habe. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also das wird echt ein Hickhack, Leute. Also mir gefällt dieser Bereich auch sehr, sehr gut, was diese Modifikation angeht. Vor allem, weil ja auch in den Kommentaren jemand geschrieben hat, ja, das Buddlerlager kenne ich nicht. Ja, und dann werden wir mal dann andere Quests, also das mit den, also ich kann mich gar nicht orientieren, also beziehungsweise ordnen. Da muss ich erstmal noch drüber sinnieren. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar, abonniert mich. Ich sage Tschüss, euer David.